Notwendigkeit und Leidenschaft. Umweltzentrale Volkmann. Hightech und menschliches Gespür. Erfahrung und Engagement. Die Umweltüberwachung bei BASF. Essentieller Faktor für die Sicherheit im Werk und des Umfelds. Die Arbeit zum Thema Umweltüberwachung und Umweltschutz ist eine Herzensangelegenheit. Diese Überwachung, die Zuständigkeit für das Werk und dementsprechend die Auswirkungen auf die Umwelt und die Nachbarschaft liegen jedem wirklich am Herzen. Die blauen Wagen gehören wie selbstverständlich zum Stadtbild in Ludwigshafen. Sie stehen für Sicherheit und Verlässlichkeit. Dahinter steht eine lange Tradition. Vor 100 Jahren wurden in Ludwigshafen erstmals Wasserproben entnommen und analysiert. Die Geburtsstunde der Umweltüberwachung. Vor 50 Jahren bündelte BASF alle Aktivitäten zur Sicherung der Luft- und Wasserqualität an einem Ort, der Umweltzentrale. 2022 steht also ein Doppeljubiläum an. Heute ist die Umweltzentrale eine hochtechnisierte Einheit, die Unmengen von Daten erhebt und analysiert. 25 Menschen sind hier beschäftigt, in Labor und Technik hochqualifizierte Frauen und Männer. 60 fest installierte Umweltmessstationen liefern den Datenstrom. Die Umweltzentrale ist über die integrierte Leitstelle mit Feuerwehr, Rettungsdienst und der Standortsicherheit verbunden. Für Nachbarn und Belegschaft ist sie die erste Anlaufstelle bei Beobachtungen zu möglichen Umweltbeeinträchtigungen. 24 Stunden am Tag unter der Nummer 60 40 40 erreichbar. Die Kolleginnen und Kollegen gehen jedem Hinweis nach. Die Gründung der Umweltüberwachung ist ein Ergebnis des wachsenden Umweltbewusstseins in der Bevölkerung in den 70er Jahren und der steigende Anspruch an gesetzlichen Randbedingungen. Die Geschichte der Umweltzentrale ist eine Geschichte des Fortschritts, von der einfachen Beprobung hin zu komplexen Analysen. Die Arbeitsbedingungen von vor 50 Jahren und von heute sind nicht miteinander vergleichbar. Wir haben damals relativ einfache Messungen und Proben durchgeführt. Heute haben wir eine 24 Stunden, 7 Tage, 365 Tage rund um die Uhr Messung mit sehr, sehr vielen Messeinrichtungen im Luft-Wasser-Kompartiment, mit der wir jederzeit das Werk komplett überwachen können mit allen seinen umliegenden Anliegern. Wir führen die Daten voll digitalisiert zusammen und sind ein absolut hochentwickeltes Labor, was sich kontinuierlich weiterentwickelt. Die blauen Wagen sind die mobilen Labore der Umweltzentrale mit vielfältigen Aufgaben. Im Werk überwachen die Teams die Qualität der Luft und nehmen Wasserproben, sowohl von Kühl- als auch Abwasser, das aus der Produktion stammt, bevor es in die Kläranlage und später in den Rhein läuft. Die Proben werden im Labor der Umweltanalytik im Detail analysiert. Ja, danke. Tschüss. Auch außerhalb Ludwigshafens, etwa im Mannheimer Stadtgebiet, sind die Wagen der Umweltzentrale unterwegs und messen unter anderem Lärmemissionen. Labore vollgepackt mit technischem Gerät, das eines nicht zu ersetzen vermag, die menschliche Nase. Sie kann noch geringste Spuren chemischer Stoffe wahrnehmen. Das trainieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der sogenannten Riechothek. 24 Stunden in Bereitschaft und im Alarmfall zur Stelle. Die Umweltmesswagen rücken stets gemeinsam mit den anderen Einsatzkräften aus und liefern schnellstmöglich Daten über eventuell austretende chemische Substanzen. 100 Jahre Umweltüberwachung, 50 Jahre Umweltzentrale. Im Dienste der Sicherheit für die Anneliner und Nachbarn in Ludwigshafen und in der Region. BASF. We create chemistry.